So, ich wollte gerade noch mal reinschalten. Da drüben ist nämlich die andere Mine, die, glaube ich, soweit ich weiß, noch überfallen wird. Das haben wir schon. Wir sind da schon einmal zufällig vorbeigelaufen. Ich wollte mit euch da noch mal vorbeilaufen, weil ich glaube, da der Drachensnapper. Ich glaube, da können wir eventuell noch ein wenig lernen. Eine Geschichte lernen. Nee, was wollte ich sagen? Ich komme in diesem Tal nicht vorbei. Ich wollte nicht so schnell. Natürlich beide. Ach, shit. Ich habe auch ein Glück heute. Ja, der Vorwürfe. Na sicher. Bin ich ja gleich wieder tot. Geil. Kostet 2. Mein bester Freund. Ich wollte da oben hin. So. Viel weniger. Weg mit der Waffe. Na bitte. Komm her, Mistvieh. Mistvieh. Ein Mistvieh weniger. Ich wollte gerade anfangen, Jungs. Na bitte, geht doch. Da ist nichts zu holen. Wenn ich mich damals rechtzeitig abgesetzt hätte, dann... Was denn? Ach Jungs, jetzt beruhigt euch doch mal. Natürlich muss ich sterben. Oh, ist doch zum Kotzen. Wir sehen uns gleich da wieder, wenn sie alle tot sind. Die prügeln immer noch. Okay, da bin ich wieder. Diesmal sind irgendwie alle Bauern gestorben. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Vielleicht soll ich nochmal laden. Sträfling. Verjährt. Es scheint nicht richtig zu sein. Obwohl ich zwar schöne Sachen kriege, aber ich glaube, ich muss das nochmal laden. Ich speichere das gleich immer auf dem anderen. Nichts zu plündern. Jetzt lebt hier doch noch kaum einer. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal laden sollte. Ja. Wie ist eure Situation? Positiv. Hier? Wir sind umgeben von Monstern und haben kaum Erz zutage gefördert. Zudem haben wir viele gute Männer verloren. Quatsch. Ich weiß nicht, wie lange wir durchhalten werden, aber wir geben nicht auf. Positiv. Immer positiv denken. Genau wie ich. Besonders in der Situation. Gut. Jetzt sind hier viel mehr gestorben. Das ist mir gerade mal egal. Wir sehen uns gleich oben am Feuerberg wieder. Bis gleich. Ja, ich schneide das wieder. So, jetzt befinden wir uns oben auf dem Berg. Ihr wisst schon, der Berg, wo in der Gothic 1 die Ruine stand. Und wir auf Urshak trafen. Ist jetzt ein großer Drachenhort. Hier waren natürlich auch Echsenmenschen, die habe ich aber schon einige Folgen zuvor vernichtet. Und wir müssen natürlich mit dem aufgeladenen Amulett... Ne? Dahin. Nicht zu vergessen, den richtigen Zauber einstellen. Hier. Dann speichern wir natürlich mal Leica oben drauf. Glaube ich auch der erste Drache, wo wir keinen Gefährten dabei haben, ne? Ich kann es ein. Den Text kennen wir eigentlich schon. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, dann am besten wer bist zwei, du? Drei Folgen vorher. Wer ist so etwas? Also raus mit der Sprache. Oh mein. Und was ist das? Du
brauchst eine Farbe. Erst dann und nur dann kannst du es wagen, sagt er, dem Meister zu begegnen. Vielleicht höre ich mir das nachher nochmal an. Das Auge hat seine Kraft verloren und du wirst den nächsten Tag ja nicht mehr erleben. Hoffentlich. Doch. So. Na, bleib mal stehen, ich will nicht kämpfen. Die befahren euch aber nicht. Stufe gestiegen. 5.000? Wir haben den Feuerdrachen. Hat ja bloß 2 Wochen gedauert. 2 Drachenblut, 12 Drachenschuppen und 1 Drachenherz. Sehr schön. Na, Kollege. Hat auch einen guten Zahnarzt. Was machen wir denn jetzt schon? Wir sind aufgestiegen. Stufe 36, 29 Lernpunkte. Wir haben eigentlich nur Stärkevorräte ausbauen. Ja, Einhänder und Lebensenergie natürlich auch. Also Einhänder, weil wir damit auch 2 Händer steigern. Wäre eigentlich sogar eine Überlegung wert. Armbrust lasse ich erstmal so. Speichern. Brauche ich ja auch nicht mehr auf den genannten Feuerdrachenstahl speichern. Aber ich mache es einfach mal. So. Und jetzt müssen wir irgendwie auf den Hort oben kommen. Wenn ich eigentlich hergekommen. Ganz oben? Er sagte, man kommt da nicht mit normalen Möglichkeiten rauf. Ich werde es trotzdem mal versuchen. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, wie man da raufkommt. Vielleicht braucht man den. Oh, doch. Lederbeutel. Schatulle. Lederbeutel. Eschenbogen. Lederbeutel. Edles Langschwert. Was? Lederbeutel? Lederbeutel. Lederbeutel. Was ist das? Lederbeutel. Hier liegt doch ein Schwert. Kann ich das nicht mitnehmen? Mann. Schwarzes Erz. Geil. Ist hier noch irgendwas, was ich übersehen habe? Ich möchte den ganzen Haufen mitnehmen. Das sind Zehntausende von Gold und ich kann sie nicht mitnehmen. Ist ja eigentlich ein bisschen unfair, oder? Das ruckelt gerade ein bisschen. Ich weiß auch nicht warum. Das muss an der Engine liegen. Also meine FPS sagen, wupp, alles klar. Alles gut. So. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg zum Eisdrachen. Der Eisdrache. Silvio. Eisdrache. Warum ruckelt das denn? Es kann sein, dass meine Platte gleich voll ist. Huch, ich muss mal kurz einen Stopp machen. Wir sind hoffentlich gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich musste bloß einmal gucken, ob die Platte voll ist. Nö, ist eigentlich alles in Ordnung. Dann muss es wirklich im Spiel liegen. Das Spiel kann einfach nicht, kann es nicht leiden, dass ich einfach den Dämonen benutzt habe, um den Drachen zu töten. Es ist eine Möglichkeit, das war relativ viel Geld kostet. Ich habe auch jetzt nur noch, ich habe schon ein bisschen was ausgegeben. Ich muss unbedingt auch nochmal zu, wie hieß denn der Mann? Fernando? Nee, Fernando nicht. Wie hieß denn der andere? Und wo kommt der Varan her? Ich bin hier vorhin lang gelaufen. Was ich sagen wollte. Ein Buch. Kostet glaube ich 5.000 oder so. Gibt es in Korinnes zu kaufen, was mir auch nochmal Einhand und Zweihand gibt, glaube ich. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, das war Einhand und Zweihand. Und der Eisdrachen ist jetzt wieder in der Richtung, wo wir gerade herkamen. Richtung Angar. Was ruckelt denn hier so? Es tut mir leid. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Also in meinem Rechner liegt es nicht. FPS sind gut. Grafikkarte sagt langweilig. Die habe ich vorhin schon versucht zu töten. Aber ich komme einfach nicht mit den Hunden klar. The Champion. Ja, die Jungs sind jetzt ja nicht mehr so das Problem. Schön reingesprungen. Und das Messer.
Nö, ich hab jetzt keine Lust. Ich laufe jetzt einfach weg. Was mache ich, die Hunde hinter mir? Huse Champion. Batisharen wollte ich. Wir gehen mal zurück ins Lager. Und wenn wir da zurück im Lager waren, dann werden wir mal lecker eben mal gucken, ob wir noch irgendwie was Schönes finden für unseren Aufenthalt. Stärke lernen. Vielleicht Einhand lernen. Und wo kommt der Ork her? Na, super. Wenn ich jetzt sterbe, feiere ich wieder Geburtstag. Wir sehen uns gleich im Lager wieder. Boah. So, auf uns heute Lager. Ich weiß ja jetzt gar nicht mehr, was ich hier wollte, aber. Brauchen auf jeden Fall wieder gebratenes Fleisch. Das müsste ich mir irgendwo noch zusammenklöppeln. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Was? Ja. Vielleicht sollte man auf Toilette gehen. Was kannst du mir verkaufen? Ich schätze... Nichts. Berserker-Axt, die haut aber auch bestimmt schön rein. Was hast du da für eine Armbrust? Die habe ich auch. Nö, dann nicht. Kirolot. Den könnte ich noch Einhand lernen. Tja. Nö. Wenn ich jetzt ein paar hundert Punkte zu viel hätte, dann vielleicht. Zeig. Zeig. Drachenschneide. Ja. Hast du eine hübsche Armbrust noch? Was ist das? Kriegsarmbrust. 100. Ja, weiß ich nicht. Muss ich jetzt auch nicht zwingend jetzt schnell haben. Wir müssen unbedingt das Amulett wieder aufladen. Ganz wichtig. Hier fehlt einer. Zeit. Ein guter Kämpfer muss... Ja. Nein, das will ich auch nicht. Wir können gleich nochmal mit dem Garon reden. Vielleicht können wir berichten, dass 3 der 4 Drachen schon getötet sind. Wäre vielleicht mal eine Maßnahme. Und dann kann ich mich ein bisschen profilieren bei dem guten Herren. So, wir machen erstmal das Amulett wieder flott. Das Auge in uns pulsiert voller Energie. So, wie es sein soll. Lege nichtsdestotrotz erstmal das andere Amulett wieder an. Ich noch ein bisschen mehr Schutz habe. Ein Schutzmann. So. Ich könnte übrigens auch die Tore öffnen. Mehr möchte ich dazu erstmal nicht sagen. So, haben wir denn hier einen Verantwortlichen? Nö. Ich hab mir das schon gedacht. Ich glaube, der stand noch oben am Fenster. Dann gehen wir mal oben ans Fenster. Letztendlich wird die Gerechtigkeit siegen. Was hat er da vorher gemacht? Ob ich da reingehen darf? Hallo? Hey! Ich habe Neuigkeiten über die Drachen. Berichte! Ich habe den Drachen im Sumpf östlich von hier getötet. Der Drache in der Felsenfestung im Süden ist tot. Der Feuerdrache auf dem Vulkan im Süden wird keinen Schaden mehr anrichten. Das sind gute Neuigkeiten. Hier, ich gebe dir etwas Geld für deine Ausrüstung. Hat es inzwischen wieder Angriffe der Drachen gegeben? Zum Glück nicht. Im Moment halten sie sich zurück. Okay. 3 der 4 Drachen sind geschieden. Oh Gott. Ich dachte schon. Das habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht, was du meinst. Nein, was denn? Mehr möchte ich dazu gerade nicht sagen. Ich war ja eh schon mal drin. Hallo? Ja, so. So. Eisdrache. Warum ruckelt das Spiel? Ich weiß es nicht. Wir reden nochmal mit dem Händler hier drin. Vielleicht hat der noch was Neues für uns. Das liegt aber wirklich noch im Spiel. Oh, der ist gar nicht da. Wie spät haben wir es denn?
8. Müsste ja eigentlich gleich runterkommen. Ah, da ist er ja. Nee, das ist der Schmied, ne? Warte mal. Was genau? Schwere Erzverhände. Ja, das müssten wir. Irgendwie sowas müssten wir auch noch lernen. Was? Nichts! Soll ich den Geldbeutel stehlen? Mal gucken, ob ich das kann. Warte mal. Ich kann es nicht glauben. Du mieser kleiner Dieb! Nein, das geht nicht. Ich wollte ihn nicht bestehlen. Mal gut, dass es Videospiele sind und man sich die Zeit zurückstellen kann. Ach ja. So, wo ist denn hier der Händler? Ich kann das ja schneiden. Und da ist er auch schon. Warte mal. Zeig. Hast du was interessant? Oh, Dämonenbeschwören. Für 350? Hat er nicht 600 ausgekostet? Drachenjägerarmbrust, die brauche ich eigentlich. 150 Stärke. Hier noch. Wir nehmen das Ding mal mit. Jetzt geben wir noch ein bisschen Schnotter. Was weiß ich. Vielleicht den gerade den Paladin 2 hin. Vielleicht kann ich die irgendwann noch verhökern. Ich habe bei den Schwertern immer so den Eindruck, als könnte ich die noch weiter schmieden. Verschmieden. Hätte ich das fallen lassen, ne? Nee. Ah, ist ja auch egal. Gut. Auf zum Eisdrachen. Schneedrachen. Schneegebiet. Na, weißt du schon. Von mir erfährt. Warte mal. Du warst vorhin schon da, ne? Ja. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Nee, ich auch nicht. Ich hätte das anders gemacht. Ich habe jetzt keine. Keulchen noch gebraten, aber ich denke mal, wir schaffen das so irgendwie. Ich hoffe. Ich hoffe. Also für das Ruckeln muss ich mich echt entschuldigen. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Steht nicht an der Festplatte. Es liegt schon gar nicht an der Grafikkarte. So alt ist die Karte nun auch wieder nicht. Die ist nicht von 2000. Die ist, glaube ich, von 2014. Das ist ja lästig. Mein Gott. Wir schneiden das. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe mittlerweile auch noch Biff dabei. Was ruckelt denn da? Hier sind noch die anderen beiden. Die müssen wir auch noch mitnehmen können. Silvio. Und wenn ich nicht gehe? Jetzt spiel ja nicht den starken Mann, du Würstchen, sonst geht es dir wie den armen Schweinen, die da hinten tot im Schnee liegen. Was ist mit ihnen passiert? Sie haben es nicht geschafft, an den dicken Eisriesen da hinten vorbeizukommen und sind von ihnen überrannt worden. Wenn du so ein harter Bursche bist, warum versuchst du es nicht mal? Verstehe. Ich soll ihm die Eisriesen davon nehmen und dann kommt er mit, oder was? Was hast du davon, wenn ich es tun würde? Es kann dir doch egal sein. Aber um deine Frage zu beantworten, ich will in die Eisregion. Dummerweise stehen mir diese verdammten Dinger im Weg. Was willst du in der Eisregion? Du hörst nicht auf zu fragen, was? Na gut, ich werde es dir verraten. Hier, hinter diesen Felsen findest du ein Ödland aus Eis, wie du es noch nicht gesehen hast. Dort verbirgt sich ein Schmuckstück von einem Eisdrachen mit seinem fetten Hort. Den will ich. Also, was ist jetzt? Ja oder nein? Na ja, klar. Was springt für mich dabei raus? Weiß nicht. Sagen wir 1000 Goldmünzen. Ist das nichts?
Na gut, warum nicht? Dann beeil dich. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Sonst alles klar? Sonst alles klar. Jetzt nicht, mir ist kalt. Will so schnell wie möglich hier wieder raus. Wir sind also auf dem Weg zum Eisdrachen. Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir da an den Schneeteilen vorbeikommen. Ich schätze mal, Feuer ist die Antwort. Dieses Geruckel geht mir auf den Sack.